ein blöder Einstieg, aber ich habe ja ein Let's Play von dem Spiel auf dem Kanal und spiele sozusagen das Let's Play jetzt nur weiter. Deswegen ist das halt hier so ein Zwischeneinstieg gerade für Leute, die das Spiel nicht kennen. Hoffen gibt mal wieder einen anderen Mittagsstream. Bestimmt, bestimmt. Mach's gut. Hallöchen, Teduva. Okay, wir müssen wieder ballern. Immer mal wieder schöne Rakete abschießen. Und ich hoffe, wir sind gerade richtig. Ich glaube aber schon. Ja, nee, so wollten wir nicht fahren. Genau, das war echt eine richtig, richtig coole Stelle. Nun, das hier wiederum nicht so. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. So. Boah. Wenn man wenigstens rangieren könnte mit diesem Auto. Es ist so schlimm. Komm schon. Das zeigt einfach diesen krassen Twist des Spiels, was man einfach nicht erwartet hätte. Dass die Zitadelle wirklich das Herzstück ist. So. Müssen wir hier überhaupt runter? Mal dort gucken. Ich glaube ja. Sieht richtig aus. Hat dich nie genug interessiert. Das ist schade. Ich persönlich finde es wesentlich interessanter als zum Beispiel die Dragon Age-Geschichte. Aber gut, das ist irgendwie Geschmackssache. Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein extrem, extrem immersives Universum ist, was sehr durchdacht ist und höchst interessant nachzulesen auch irgendwie. Leider gab es ja bisher nicht mehr als drei Teile dazu. Marco, please. So. Ups. Mal eben vorbeigehen, weggeballert. Raketenschützen sind natürlich nicht gut. Oh, ein Koloss. Na super. Komm schon. Wo läuft er denn hin? Tot. So. Liegt wohl daran, dass es Sci-Fi ist. Ist einfach nicht so meins, obwohl ich jetzt schon von vielen gehört habe, dass die Mass Effect-Spiele sehr gut sein sollen. Ja! Aber wenn man natürlich Science Fiction überhaupt nicht mag und Weltraum und sowas, dann ist es natürlich nicht so toll. Weil ich jetzt auch sagen muss, ich bin nicht so der Star Wars-Fan. Aber ich bin auch nicht so der Herr der Ringe-Fan. Also ich mag High Fantasy und High Science Fiction nicht so. Was ich hier aber ehrlich gesagt gar nicht so stark empfinde, weil halt alles gut erklärt wird, warum es etwas gibt. Und da wird auch nicht so sehr mit Magie und sowas gemischt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen weiter geradeaus. Ups. Fliegt weg. Könnten natürlich auch einfach weiterfahren. Und die Bedrohung ignorieren. So, gucken, fahren. Gucken, fahren. Das muss drin sein in einem Spiel. Gucken und fahren. Okay, ich fahre einfach. Ich fahre einfach. Nein, jetzt hat er sich gedreht. Nervt rum. Komm schon. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn man in einem Flummi sitzt und den zu fahren versucht. Komm schon. Oh, Da, das die Röhre. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Oh, wie. Sehen wir die Röhre auch mal in Aktion. Diese coole Form auch. Ja, genau, und die kleinen Schiffe sind die von
Wie heißen die nochmal von den Geth? Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Die Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Nun. Das war's wohl. Und weiter geht's. Da ist die Röhre. Das Portal zur Zitadelle, wo wir jetzt hin müssen. Und bis dahin müssen wir noch ein paar Gegner. Oh oh. Bis dahin müssen wir. Wir müssen einfach durchfahren, glaube ich. Alles andere bringt, glaube ich, nichts. Was? Oh nee. Bitte sag nicht, dass wir das jetzt mit unserem Reparaturstatus nicht schaffen können. Was? Oh nee. Okay, wir versuchen einfach weiterzufahren und uns nicht zu sehr treffen zu lassen. Denn den Reparaturstatus brauchen wir anscheinend noch. Jetzt müssen wir halt leider nochmal dorthin fahren. Ah, komm schon, wir müssen den Raketen ausweichen. Fahr doch. So, diesmal bleiben wir hier nicht hängen. Und wir speichern mal. Naja, es geht natürlich nicht. Warum geht es nicht? Weil wir im Kampf sind wahrscheinlich. Schnellspeichern fehlgeschlagen. Mist. Da, die Röhre. Ja, ich kann es halt auch nicht überspringen. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geth werden uns die Sache nicht leicht machen. Kann ich die Cutscene wenigstens überspringen? Nein, natürlich nicht. Oh. Weil es so episch war, muss es jetzt nochmal sein. Kann ich wenigstens was trinken? Verteidigungssystem es gibt aktivieren. Echt keine Chance. Stationsarme bewegen sich nicht. Ich kann nichts machen. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Super. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Diese Synth-Sounds sind einfach geil. Schnellspeichern fehlgeschlagen. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal so ein bisschen in Haken zu fahren. Wir haben nämlich keine Zeit. Festhalten, jetzt wird es etwas ungemütlich. Ja, danke. Wir werden jetzt versuchen, diesen Dingern irgendwie auszuweichen. Aber wir haben, wisst ihr was? Wir sind, das war's. Wir schaffen es nicht. Doch! Oh! Okay. Das ist echt knapp, meine Güte. Oh. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozedur. Geil. Okay, wir sind auf der Citadel und müssen jetzt zusehen, dass wir schnell, sogar sehr schnell, zum Kontrollraum kommen. So, Saren hat die Röhre genutzt, um auf die Citadel zu gelangen. Sie müssen ihn davon abhalten, die Kontrolle der Citadel an die Sovereign zu übertragen. Das werden wir jetzt tun. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Übung.
alles kaputt. Okay, wir können anscheinend... Ach so, wir werden angegriffen. Oh, die Husks, die kennen wir ja noch aus vom Anfang. Die haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja. So. Und wir haben inzwischen 13 Zuschauer. Yay. Ihr dürft das Finale von Mass Effect miterleben. Zitadelle schließt sich. Sie versiegeln die Station. Habt ihr auch noch nicht gesehen. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Und sie ist natürlich reingekommen. So sieht die Zitadelle aus, wenn sie geschlossen ist. Genial. Ich liebe es. Und jetzt scheint sie irgendwo anzudocken. Das, darüber kontrolliert sie anscheinend die Zitadelle, oder das Portal, besser gesagt. Saren hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an, wir gehen raus. Ich hoffe, wir sind gut genug ausgerüstet dafür. Aber beim letzten Mal habe ich es auch irgendwie geschafft. Es hat nur gedauert. Das ist jetzt der Endkampf. Wir müssen jetzt dorthin kommen, wo die Sovereign angedockt hat. Boah. Das, was sich da oben bewegt, das sind alles Fahrzeuge und Bezirke, wo Menschen und andere Wesen leben. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich würde gerne noch ein paar Medigels behalten. So. Wir werden mal direkt das Scharfschützengewehr zücken. Da fliegt er auch schon weg. Speichern geht natürlich nicht. Ah, warte. Oh ja. Das hilft uns jetzt gerade sehr, dass wir das Scharfschützengewehr haben. Komm schon. Wackel nicht so. Wackel nicht! Ich muss da schießen. Stufenaufstieg. Geil! Das können wir gebrauchen. Wir brauchen taktische Panzerung. Wir brauchen Barriere. Und wir brauchen bei Garrus taktische Panzerung. Ich kann euch verraten, das werden wir brauchen alles. So, und ja, wir kommen immer näher. Wir kommen dem Endkampf immer näher. Leider kann man gerade immer noch nicht speichern. Das war immer so ein bisschen doof bei dem Kampf hier. Dass das Speichern sehr lange, also, dass es sehr lange gedauert hat, bis man wieder speichern konnte. Aua, scheiße.
Scheiße. Ah, daneben. Ich kotze. Im Strahl. Komm schon. Krogana Warlord. Scheiße. Okay, Shepard. Einmal bitte die Schilde. Die Schilde. Oh, hi. Oh, fuck. Der haut mich. Okay, ich glaube, den haben wir. Ich hätte gerne... Nein, heil dich doch nicht. Wie er sich halt heilt, obwohl er... Okay. Da muss der... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Tot. Da muss der Pistolenboost hin. Oh, hi. Scheiße! Das sind viele. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Da hinten ist noch einer. Irgendwo hinter diesen Schilden. Immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht speichern. Oh, ich hasse es. Wir müssen das hier halt alles nochmal machen, wenn wir Pech haben. Deswegen bin ich gerade ein bisschen angespannt, wie ihr euch das vielleicht vorstellen könnt. Oh. Okay. Speichern? Fragezeichen? Oh, nee. Okay, da ist noch einer. Oh, ein Raketenschützer auch noch. Shit. Okay, den haben wir. Wo zur Hölle müssen wir eigentlich hin? Nach rechts, offenbar. Oder? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich... Nee, da kamen wir doch gerade her. Müssen wir hier weiter? Nee, hier ist ja nur so ein komischer Graben. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Da vielleicht. Ja, das sieht richtig aus. Oder? Na. Oh, ich konnte speichern. Ich konnte speichern. Was für ein tolles Gefühl einfach. So, wir haben einen. Schade, dass Liera immer die... anschließt, die wir eh treffen. Aua! Schildboost, Shepard. Ja. Um die kümmert ihr euch. Um den kümmert ihr euch hoffentlich. Wenn der euch schon so schön ins Gesicht fliegt.